Was machen Sie eigentlich am 20. März um 17.57 Uhr? 17.57 Uhr, keine Ahnung. 17.57 Uhr, dann habe ich Feierabend in 3 Minuten. Darauf freue ich mich. So mit Feierabend, ich würde vielleicht nach einem der Seen gehen. Was Besonderes habe ich nicht vor, ne? Wie wäre es denn mit Frühling genießen? Okay, klingt etwas abgedroschen, aber tatsächlich, der Frühling beginnt in diesem Jahr astronomisch am 20. März. Klar, aber auch das ist astronomisch festgelegt, exakt um 17.57 Uhr. Ach so, okay. Wusste ich nicht. Der Grund? Exakt um 17.57 Uhr steht die Sonne genau über dem Äquator. Das passiert nur 2-mal im Jahr, jeweils zur Tag- und Nachtgleiche zum Frühlings- und Herbstanfang. Und zum diesjährigen Frühlingsanfang können wir uns auf bestes Wetter freuen. Ah, oh, es wird schönes Wetter geben. Ja? Das hoffe ich. Sonnenschein. Frühling, Frühling. Mit viel Glück bekommen wir im Südwesten sogar den ersten Sommertag des Jahres. Das kündigt der Deutsche Wetterdienst an. Vom Sommertag sprechen die Meteorologen bei Temperaturen ab 25 Grad. In den meisten Regionen seien 18 bis 23 Grad zu erwarten, nur an den Küsten und auf den Bergen solle es kühler bleiben. Also nicht verpassen, 20. März, 17.57 Uhr. Frühlingsanfang.